Hallo, heute hier am 17. Juli 2020. Ich stehe wie so üblich hier auf dieser Kommandobrücke. Nach wie vor gibt es halt hier eine relativ tiefe Baugrube links und rechts, sodass man diese Brücke benötigt, um auf die Geschossdecke eben zu gelangen. Ich stehe hier aber zum ersten Mal in der Haustüre, in der späteren. Man kann sehen, links und rechts von mir befinden sich Wände. Hier ist halt der Auslass für die spätere Haustür. Und hier betrete ich jetzt das Haus sozusagen auf dem offiziellen Wege. Ansonsten kann man halt auch sehen, dass sich hier jetzt einiges wieder getan hat. Vor allem da hinten an dieser Wand, die ist jetzt quasi auf dem endgültigen Niveau, auf dem Geschossniveau angekommen. Und jetzt muss man hier halt links und rechts davon das entsprechend fortsetzen. Man kann auch sehen, dass es jetzt hier deutlich aufgeräumter zugeht. Also gestern war das hier noch sehr zugestellt. Das Material wurde halt mittlerweile verarbeitet und befindet sich jetzt in der Außenwand. Und dadurch ist es hier jetzt relativ aufgeräumt. Hier wurde auch gekehrt und ein bisschen sauber gemacht. Und ja, es macht Spaß, sich hier aufzuhalten tatsächlich. Ansonsten ist hier jetzt aber nichts überraschend Neues passiert. Also man kann ja sehen, die Außenwand hier hinten, die wurde eben schon hochgemauert. Die Rollokästen wurden eingesetzt. Es wird hier mit diesen Hebebühnen gearbeitet. Aber grundsätzlich setzt man jetzt hier halt einen Stein auf den nächsten und versucht so halt mit dem Geschoss fertig zu werden. Der Grund, warum ich mich heute hier befinde, neben meiner Neugier natürlich, ist, dass ich im Kellergeschoss, das ist ja soweit vom Rohbau her eben abgeschlossen, einen Meterriss eben anzeichnen möchte, zumindest im Technikraum, sodass ich in diesem Raum schon mal eben erste Arbeiten durchführen kann für die spätere Elektroinstallation, für die wenigen Unterputzdosen, die es da eben geben wird, sodass ich diesen Technikraum unabhängig vom Rest nachher verputzen lassen kann, so früh wie es eben möglich ist, sodass ich dann den Verteiler und den Zählerschrank montieren kann an der Wand. Und dann kann es eben erst richtig losgehen mit der Elektroinstallation. Also in meinem Fall mit so viel Kabeln muss dieser Verteiler oder möchte ich diesen Verteiler eben an der Wand haben und die Kabel da direkt einführen. Ansonsten würden mir das zu unübersichtlich und auch von den Kabellängen her und so weiter ist das. Ansonsten, man macht das nachher dem Verputzer, ist das für ihn unmöglich, da die Wände zu verputzen, wenn da Kilometer Kabel irgendwie von der Decke und von den Wänden und so hängen. Daher möchte ich zumindest diesen Raum eben im Vorfeld schon mal verputzt haben. Sobald jetzt hier da die Rohbauarbeiten abgeschlossen sind und das sind also Dinge, die kann ich heute schnell mal nebenbei erledigen, dann ist das schon mal, ja, dann hat man das halt schon mal hinter sich. Ja, ich bin jetzt hier mittlerweile im Kellergeschoss angelangt. Es ist jetzt hier doch schon relativ dunkel, ein bisschen Tageslicht ist noch vorhanden, das heißt, das klappt schon noch, aber ja, lange Zeit habe ich wohl nicht mehr. Ich habe jetzt hier meine Messapparatur in Form eines Kreuzlinienlasers eben aufgebaut, also ich habe den hier mit so einer Stange eben hier eingespannt. Man kann sehen, der projiziert jetzt hier in der Horizontalen eben seine Linie. Und das ist jetzt meine Referenz. Ich habe das jetzt eben versucht einzumessen. Also ich habe jetzt erstmal nur ein Gefühl dafür kriegen wollen, wie hoch die Toleranz oder wie die Abweichung in der Bodenplatte selbst ist. Also ich habe jetzt hier an verschiedenen Punkten im Kellergeschoss, jetzt hier in dem Fall zum Beispiel im Büro, eben gemessen, wie hoch es vom Boden aus bis zu dieser Linie ist. Und habe halt festgestellt, dass es hier in etwa 1 Zentimeter höher ist, beziehungsweise 2 Zentimeter höher ist als im Technikraum da drüben. Da steht ja auch das Wasser. Also da ist tatsächlich ein leichtes Gefälle von 2 Zentimetern über das ganze Geschoss. Das ist schon ganz okay, das ist halt innerhalb der Toleranz. Aber genau deswegen braucht man den Meterriss, dass man hier überall dieselbe Referenz hat. Das gleicht man ja dann nachher mit dem Bodenbelag oder dem Fußbodenaufbau eben aus. In meinem Fall, ich wollte jetzt eben schon anfangen. Ich weiß, dass ich einen 155 mm Fußbodenaufbau hat mir halt den tiefsten und den höchsten Punkt herausgesucht und das jetzt hier so eingestellt. Dann bin ich eben hier mal durchgelaufen und wollte tatsächlich schon hier Striche an die Wand malen, habe aber dann, mehr oder weniger aus Zufall, aber glücklicherweise doch noch rechtzeitig gesehen, dass die Baumeister, also das Unternehmen, das hier den Rohbau eben aufstellt, die Arbeit eigentlich für mich schon erledigt haben. Und zwar hier im Flur, beziehungsweise in dem Treppenhaus, habe ich solche Nägel in der Wand gesehen, inklusive eben eines Strichs. Und man kann sehen, das deckt sich jetzt auch hier mit meinem Laser. Also das ist auch der Wert oder die Referenz, die ich jetzt hier ja, herausgemessen habe. Und das ist hier, kann eigentlich nur der Meterriss sein. Das ist jetzt hier noch nicht markiert. In der Regel würde man jetzt hier so eine Platte, so ein markantes, ja, so eine markante Platte eben anbringen, die das dann anzeigt einfach. Aber ich habe das rechtzeitig noch gesehen und jetzt werde ich mein Laser einfach wirklich Millimeter genau auf diesen Wert hier einstellen und das dann hier im gesamten Geschoss eben so vermessen, markieren. Und dadurch habe ich eben hier mir ein bisschen Arbeit erspart, beziehungsweise habe hier eine Verifikation meiner Arbeit auch auf der gegenüberliegenden Wand. Also zum einen hier, als auch gegenüberliegend gibt es diesen Nagel und auch hier leuchte ich mit meinem Laser schon genau drauf.
Jetzt werde ich einfach an verschiedenen Stellen immer wieder eben Striche setzen. Das ist jetzt sehr einfach mit dem Laser. Und dann habe ich auch schon die Höhen, die ich benötige, oder die Referenzen, um die Höhen herauszumessen für meine Taste, für meine KNX-Taste und für die Steckdosen, die sich hier so befinden werden. Und ja, gefällt mir gut. Da hatte ich ein bisschen Glück gerade. Ah, und ich laufe hier eben gerade durch den Rohbau und mache meine Markierungen. Wie man hier sehen kann, man sieht halt überall diesen grünen Laser. Ich mache das jetzt raumweise an jeder Wand, an mehreren Stellen mache ich hier diese Markierung. Und ich habe gesehen, das ist jetzt nicht nur im Flur, im Treppenhaus eben markiert, sondern auch hier zum Beispiel. Befindet sich an solcher Nadel, hier gibt es eine leichte Abweichung von in etwa 2 mm. Aber ich in verschiedensten Ecken dieses Geschosses gibt es schon solche Nägel. Also die haben gleich bei Mauern eben das da mitgedacht und das schon mal gesetzt und markiert. Finde ich toll, war mir gar nicht bewusst, oder das ist mir im Vorfeld dieses Detail eben gar nicht aufgefallen. Das heißt, das macht es jetzt einfacher. Ich habe jetzt den Laser eben auf den Durchschnittswert dieser Nägel irgendwie gesetzt. Da gibt es auch nochmal eine Toleranz von wenigen Millimetern, aber im Wesentlichen passt das schon. Und dadurch habe ich jetzt hier im ganzen Geschoss eben meine Referenzhöhe. Ja, ich bin jetzt hier eben mittlerweile im Technikraum angelangt. Man kann sehen, das ist jetzt hier durch die Lampe ein bisschen hell. Ansonsten wäre es hier wirklich mittlerweile stockfinster. Ich hangel mich jetzt hier eben von Raum zu Raum, versuche mit dem Laser eben an verschiedensten Stellen hier Markierungen zu setzen. Das klappt ganz gut. Also wenn man dann in den nächsten Raum geht und halt schaut, dass der Laser zum Teil zumindest durch die Tür dann die alten Markierungen anleuchtet, da kann man ihn dann eben als Referenz wieder einstellen und hat dann die Möglichkeit, neue Markierungen in dem jeweiligen Raum zu setzen. Ich bin jetzt hier durchs gesamte Kellergeschoss durch. Der Technikraum hier, der Hausanschlussraum, um den geht es eigentlich, weil den möchte ich soweit vorbereiten. Da möchte ich halt im Eingangsbereich Unterputz, die Taste und die klassische Staubsaugersteckdose im Eingangsbereich eben haben. Die wird Unterputz installiert. Der Rest, das ist ein Technikraum, passiert hier Aufputz. Das ist in Ordnung, aber ich muss eben den Raum verputzt bekommen, bevor ich hier wirklich weitermachen kann. Man kann es jetzt schon sehen, hier hängen eine ganze Menge von Leeren eben von der Decke, die muss ich noch einkürzen. Aber es ist quasi unmöglich, dass ich hier alle Leitungen einziehe und dann erst den Verputzer hinlasse, weil der hat dann keinen Platz und die Wände werden nicht frei sein. Daher vom Ablauf her erst verputzen, dann eben die restliche Installation von den Verteiler an die Wand bringen, die Leitungen einziehen und so weiter und so fort. Und für den Verputzer muss ich wiederum halt Unterputz meine Vorbereitung schon treffen. Dafür brauche ich diesen Meterriss, das mache ich jetzt noch eben. Dann verdampfe ich mich hier von der Baustelle und dann war es das erstmal für heute und für jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.